Drona. Drona heißt wörtlich Holzeimer, Holztrog. Drona ist der Name eines der ganz großen Helden im Mahabharata. Drona war der Lehrer der Pandavas, also von Arjuna, Yudhishthira und anderen. Er war auch der Lehrer der Kauravas. Drona war geschickt, Drona war mutig, Drona war ein sehr guter Lehrer, der seine Schüler sehr gut ausgebildet hat. Drona war ein Trog, ein Holztrog, ein Eimer, klingt erstmal im Deutschen nicht sehr freundlich, aber das soll heißen, er war ein Behälter von großem Wissen. Er wusste so vieles, in ihm hatte alles Platz, er war ein riesengroßer Behälter, daher Drona. Und außerdem, aus einem Trog können auch Pferde trinken und auch Kühe. So können sich viele Lebewesen daraus bedienen. So ähnlich, Drona war wie ein großer Trog, aus dem viele trinken konnten und viele eben ihren Durst stillen können, ihren Durst nach Wissen, ihren Durst nach praktischem Wissen, wie auch nach Weisheit. Die Pandavas, also Arjuna, Yudhishthira und die anderen, haben nicht nur die Waffenkunst von Drona gelernt, sondern eben auch Weisheit und Ethik. Die Kauravas, also Duryodhana, haben die Waffenkunst gelernt, auch etwas Regierungskünste, aber weniger die Ethik. So ist Drona der Trog, aus dem viele getrunken haben. So ist Drona derjenige, der viel Wissen, einen viel großen Behälter mit Wissen und praktischem Wissen, wie auch Weisheit hatte. Drona, also Trog, Holztrog, Drona, ein großer Held in der Mahabharata. Du erfährst sehr viel über Drona auf unseren Internetseiten, insbesondere im Wiki. Du kannst gehen auf www.yoga-vidya.de und dort findest du einen umfangreichen Artikel über Drona. Gib im Suchfeld ein Drona, D-R-O-N-A. Da gibt es einen recht umfangreichen Artikel über Drona. So erfährst du, wie Drona geboren wurde, welche Eigenschaften er hatte, wie er in seiner Jugend war, wie er als Erwachsener war, wie er letztlich auch als Heerführer war und wie er auch gestorben ist. So also ein sehr umfangreicher Artikel, denn wir haben auf unseren Internetseiten gute Beschreibungen, umfangreiche Beschreibungen von über 200 Helden und Hauptpersonen und Nebenpersonen im Mahabharata. Alles auf www.yoga-vidya.de.